Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ich habe beschlossen, ein neues Format auszuprobieren, nämlich eine wochenweise Zusammenfassung meiner gelesenen Bücher, meiner Bücher, die ich eventuell noch im Currently Reading bin, eventuell auch welche, die ich lesen will, ich weiß nicht, ich muss noch mal schauen. Und Neuzugänge werde ich wahrscheinlich ein eigenes Video machen. Mal gucken, wie sich das rauskristallisiert. Ich habe nämlich festgestellt, dass es ein bisschen schwierig geworden ist im Januar, Videos zu drehen. Denn ich hinke auch immer noch mit meinem Lesemonat Dezember hinterher. Mit diesem Lockdown, dem zweiten. Ich habe zwei Kinder im Homeschooling, der eine in der Grundschule, der andere im Gymnasium. Du musst hier gucken, da gucken. Zudem gehe ich ja noch Vollzeit arbeiten. Und ja, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann muss ich natürlich immer gucken, dass ich die Zeiten erwische, wo es ein bisschen hell noch draußen ist, damit ich minimal Tageslicht hier habe. Und ja, da kommt man ganz schwer dazu, diverse Zusammenfassungen. Bloß, ich habe unheimlich Schwierigkeiten mit diesen Monatsrückblicken, Zusammenfassungen, denn ja, sich so lange was zu merken, ich wollte das auch machen, wie Sarah Sophie hat das, glaube ich, die dreht das immer zeitnah ab, wenn sie es gelesen hat, damit es noch frisch in ihrem Kopf ist. Ja, schaffe ich irgendwie nicht. Deswegen möchte ich das gerne machen, so eine Wochenzusammenfassung aller gelesenen Bücher und alle Bücher, die ich aktuell angefangen habe und auch die Hörbücher und Kindle und Englische möchte ich ein bisschen ja in so Mini-Statistiken zusammenfassen, denn ich habe mir vorgenommen, auch ein bisschen mehr Englisch wieder zu lesen. Das habe ich letztes Jahr sehr vernachlässigt und angefangen hat das Ganze nämlich, weil ich die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig, ich blende es euch mal ein, lesen wollte. Diese kommt nämlich im Februar raus, Anfang Februar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wolltest du ja eigentlich ein bisschen langsamer machen mit deinen Büchern, um deinen Sub jetzt ein bisschen zu minimieren. Und habe dann geguckt und das Kindle-Buch kostet schon 17 Euro. Mein lieber Herr Gesangsverein, ne? Und dann habe ich mir gedacht, gut, die ist ja auf Englisch. Dann habe ich mir die Leseprobe runtergeladen auf Englisch. Und das wusste ich ja gar nicht, dass der, also hätte ich mehr denken können eigentlich, aber der Mann schreibt ja so wunderschön auf Englisch, sodass es gar nicht, also es ist für mich eh nicht so schwer, weil ich auch im Beruf die Sprache brauche. Aber manchmal, wenn es sehr viel, sehr Fantasy-lastig ist, habe ich manchmal meine Schwierigkeiten, weil ich mich mehr konzentrieren muss, natürlich als bei den deutschen Büchern. Aber wer dem Englischen einigermaßen ein bisschen mächtig ist, der kann das gut nachverfolgen. Hierbei geht es nämlich um Nora und wir fangen eigentlich in diesem Buch schon an 19 Jahre vorher und Nora erlebt eine Szene gleich am Anfang, die es ihr in ihrem Leben ein bisschen erschwert. Und dann finden wir uns 19 Jahre später wieder. Und das Buch ist so beschrieben, 24 Stunden bevor Nora schließt, sich das Leben zu nehmen. Denn genau das tut sie. Sie nimmt sich das Leben. Sie erträgt ihres momentan nicht mehr. Und anstatt in den Himmel oder in die Hölle zu kommen, findet sie sich in einer Bibliothek wieder, in denen alle Uhren auf 12 gestellt sind und ihr werden Wege aufgezeigt, wie ihr Leben hätte laufen können, wenn sie sich an der und der Stelle anders entschieden hätte. Und sie bekommt jetzt wohl die Möglichkeit, ihr Leben anders verlaufen zu lassen. Und die Frage bei dem Ganzen ist, wäre denn das Endergebnis ein anderes geworden? Generell wirft das die Frage auf, hätten wir uns in unserem Leben irgendwo an irgendeiner Stelle anders entschieden, wären wir dann glücklicher geworden, wären wir reicher, wären wir ärmer. Wir werden es nie erfahren, aber Nora
Und ich bin sehr gespannt darauf, denn es wirft ja diese Frage, haben wir uns bestimmt ja schon alle mal gestellt, hätte ich das und das mal anders gemacht, als ich jung war, habe ich dies gemacht, hätte ich es lieber so gemacht, wie wäre dann mein Leben verlaufen? Und es ist, ja, es ist interessant und ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, Matt Haig hat einen wunderbaren Schreibstil, den ich jetzt auch auf Englisch weiterverfolgen werde. Ich habe noch ein deutsches Buch da, ich gerade nicht sehen kann. Ich bin nämlich gerade am Aufräumen und hier bei mir schaut es ein bisschen aus wie bei Hempels. So, und weil ich beim englischen Lesen so viel Spaß momentan habe, habe ich auf meinem Kindle auch Flatshare entdeckt, nochmal von Beth O'Leary. Das hatte ich im Sommer schon mal angefangen, auf Grund einer Empfehlung von Ruth, die mochte das so sehr. Auf Deutsch heißt es Love to Share, glaube ich. Also es ist auch ein englischer Titel, aber ich blende euch mal beide Cover an. Und das hatte ich im Sommer angefangen, es hat mir total gut gefallen und dann habe ich, warum auch immer, da nicht weitergemacht. Und das habe ich jetzt auch weitergelesen. Also ich lese parallel jetzt zwei englische Bücher, mal gucken, wie weit das gut geht. Hierbei geht es um Tiffy und Tiffy sucht eine Wohnung in London und London ist sehr teuer und sie bewirbt sich auf eine Anzeige von Leo. Oh je. Und Leo hat eine Wohnung zu vermieten, allerdings, also er arbeitet nachts, er ist Pfleger, er arbeitet im Krankenhaus und er arbeitet Nachtschicht und tagsüber wäre die Wohnung wohl eben frei. Und sie müssen sich aber das gleiche Bett teilen. Also immer wenn er da ist, ist sie nicht da und wenn er da ist, ist. Nee, andersrum. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und sie bewirbt sich darauf und sie kriegt wohl die Wohnung und ja, so geht es dann die ganze Zeit weiter, bis sie sich wohl wahrscheinlich ineinander verlieben. Ich bin noch nicht so weit, also ich bin jetzt gerade da, wo sie einzieht. Sie macht sich natürlich dann auch immer Gedanken, oh, was ihr Ex-Freund, also sie ist frisch getrennt, hat aber immer noch in ihrem Kopf, dass ihr Ex-Freund, was könnte sich der dabei denken? Wäre mir total egal, was mein Ex-Freund denkt, wenn ich mit einem anderen Kerl zusammenziehe, aber diese Gedanken macht sie sich und es ist irgendwie ein bisschen niedlich. Ja, weil. Ja. So, und dann habe ich aktuell noch, wo ist es noch hier? Das hier. Da pausiere ich gerade auch, weil es momentan hat es mich nicht mehr so hingezogen. Ich habe jetzt ganz viele Weihnachtssachen gelesen gehabt an Weihnachten und das blieb ein bisschen auf der Strecke. In der Allingham Academy von Maureen Johnson geht es um Stevie und Stevie kommt an eine Schule für Hochbegabte, also oder für Andersbegabte, sagen wir es mal so, denn diese Schule bietet einem die Möglichkeit, in dem Tempo zu lernen, wo man sich selber am besten wohlfühlt und in dem Fachbereich, wo man sich am wohlsten fühlt. Und da dürfen wohl auch nur Auserlesene hin. Und sie wird da angenommen und sie ist ein sehr großer Sherlock Holmes-Fan. Und sie erhofft sich, den Fall, der hier früher passiert ist, aufklären zu können, der immer noch nie gelöst wurde. Und wir befinden uns hier auch immer auf so auf zwei Strängen. Also einmal in der Jetztzeit und einmal, was eben früher passiert ist mit Alice und diversen anderen Schülern. Und in unserer aktuellen Zeit passiert dann auch ein Mord, den sie natürlich mit aufklären wollen würde. Hier bin ich auch noch nicht so weit. Also ich bin. Aha. Mein Sohn hat mir zu Weihnachten, meine Söhne, ein Fuchslesezeichen gemacht. Das kann man so auf die Ecke stülpen. Ich habe sie nämlich genötigt, sich aufgrund von Juli-Büchern. Juliane hat ein Video gemacht von unserem Weihnachtskalender,
wie man eben Lesezeichen bastelt. Und ich habe daraufhin sie genötigt, für Oma, Opa und Konsorten Lesezeichen zu machen. Und ich habe auch eins bekommen. Einmal einen Fuchs und einen Pikachu. Ja, ich habe noch irgendwo einen Pikachu. Und ich bin jetzt auf Seite 100. Ja. Und das muss ich jetzt unbedingt weitermachen, dass ich da auch mal weiterkomme. Mit der guten Maureen Johnson, da habe ich nämlich auch noch eine Reihe auf Halde, nämlich die Schatten von London. Da bin ich auch noch nicht durch. Dann habe ich gelesen Mädchengrab von... Ich will nicht so viel schneiden. Das Schneiden, liebe Freunde, kostet mich so viel Zeit und lieber drehe ich noch ein bisschen mehr und quatsche euch ein bisschen mehr voll. Das Mädchengrab ist von Loreth. Anna White. Ach, keine Brille, deswegen. Genau. Das habe ich bekommen von Ned Gelay. Habe ich mich beworben zum Lesen. Fand ich sehr interessant. Und habe festgestellt, dass das der dritte Teil einer Reihe ist. Das ist so eine Ermittlerreihe. Ja, aber ich musste es ja dann auch rezensieren und habe das gelesen. Es ist nicht besonders schwierig zu lesen, weil die Hauptgeschichte ist ja die, dass ein Jäger, dessen Hund findet eine Leiche und diese Leiche ist so eine Art Cold Case von früher, 24 Jahre ist das jetzt her. Wir beginnen auch wirklich in den 80er Jahren, also wir sind da quasi live mit dabei, wenn es passiert. Und dann springen wir eben 24 Jahre nach vorne in die Jetztzeit und jetzt wird sie eben gefunden. Es ist eine, ja, bei so einer Fischer... Ja, so ein Camp für Fliegenfischen kann man sagen. Man wollte da eine Art Dokumentation drehen damals. Und das Mädel wurde, ja, sie hat ein Loch im Kopf. Also früher ist man davon ausgegangen, dass sie eben ertrunken ist, ausgerutscht, in den Fluss gefallen und dann mitgerissen worden, Wasserfall nach unten. Und es geht hier um Angie Palladino. Die Hintergrundgeschichte von ihr ist natürlich, sie zieht sich so durch. Ich möchte jetzt auch nicht viel erzählen, denn ich habe die ersten drei nicht gelesen und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich jetzt hier erzählen kann, um nicht zu spoilern, denn ich weiß nicht, wo diese Geschichte, der erste Fall von ihr beginnt. Und, ne, und jetzt im dritten erfährt man natürlich, was mit Angie passiert ist. Sie ist auch, wie alle durchgeknallten Ermittler, natürlich psychisch nicht so ganz auf der Höhe. Ja. Und sie hat wohl einen Kollegen, Maddox, und ja, mit dem ermittelt sie dann eben auch zusammen. Wie gesagt, es ist der dritte Teil, man kann nicht so viel erzählen. Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Die Geschichte um dieses verschollene, wiedergefundene Mädchen ist sehr gut. Das Ende ist super gut. Und ich habe am Anfang mir gedacht, Pille-Palle, Ermittlergeschichte, ne? Aber das Ende ist schon wirklich, also diese Reihe, ich werde es nicht lesen, weil ich fange jetzt nicht noch eine Reihe an. Und Angie war mir am Anfang ein bisschen unsympathisch. Das weiß ich natürlich nicht. Klar, wenn einem so ein bisschen so schlimme Sachen widerfahren, kann man schon ein bisschen krätzig werden. Aber sie ist so eigenbrötlerisch, irgendwie so, oh, ich zuerst und dann alle anderen. Nee, ja. Ja, aber die Geschichte ist sehr gut. Und immer wenn man denkt, jetzt weiß man, wo das alles hinführt. Nein, weiß man nicht. Und dann gelesen von Stella Tuck, Knight of Crowns.
Das waren jetzt die ersten beiden Wochen, denn wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen Zeit verstreichen lassen im Januar. Ich hoffe, ich blende euch mal ein, wie es bei mir gerade aussieht. Ich habe mein Auto heute schon mal freigeschaufelt und ich werde wahrscheinlich jetzt noch mal gehen müssen und noch mal freischaufeln. Es schneit ununterbrochen, obwohl der Wetterbericht gestern gesagt hat, es schneit nur leicht. Und jetzt habe ich hier vor der Haustür schon wieder, ja, ich kann wahrscheinlich morgen, wenn es weiter schneit, aus dem zweiten Stock hier rausspazieren. So, einfach nur die Balkontür aufmachen und wo raus. Ja, um keine Videos mehr zu verpassen, drückt gern den Abonnieren-Knopf. Da werdet ihr auch am besten die Glocke noch dazu, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video kommt. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Thank you.